Wie groß ist dieses Teil? Oh, was? Yo! Willkommen, Freunde, zu einem erneuten Super Mario Odyssey Mod Showcase. Ja, es war ja in letzter Zeit ein wenig ruhiger um diese ganze Modding-Szene und insgesamt Mods. Und heute gibt es einen komplett frischen, komplett neuen, komplett aktuellen Mod. Und das ist Clockwork Ruins Galaxy. Von den lieben Gaming Workshop und Itzka. Also Itzka hat da ein bisschen mitgeholfen. Und das Ganze ist von dem lieben Gaming Workshop ins Leben gerufen worden. Und wie man unschwer erkennen kann, ist es natürlich ein Super Mario Galaxy Level. In dem ganzen Level gibt es einfach mal 7 Monde zu finden. Und oh mein Gott. Ich habe ja ein bisschen dazu geguckt in den Streams, als er das gemacht hat. Ich fand das ja schon richtig cool, dass man überhaupt sehen konnte, wie man sowas überhaupt macht. Und guckt es euch an. Wir sind hier einfach auf dem Schiff von Super Mario Galaxy 2. Aber wenn wir hier weitergehen, dann sind wir leider tot. Also fallen in den Abgrund. Und dementsprechend sollte man da nicht runtergehen. Natürlich konnte The Gaming Workshop, wollte ich gerade sagen. Gaming Workshop das nicht so umsetzen wie jetzt in Super Mario Galaxy 2. Und habt ihr das gesehen? Der Sternenring ist einfach, ja, getarnt. Weil es ist ja eigentlich ein Slingshot. Und dann fliegt man so gesehen wie in Super Mario Galaxy hier einfach durch die Galaxie. Und das ist richtig cool gemacht. Vor allem ist das für mich schon so eine kleine Revolution, weil ich hatte beispielsweise noch keine Level, wo sich irgendwelche Objekte, wie beispielsweise hier, sich so bewegt haben. Das finde ich einfach nur, das ist einfach krass, was überhaupt mit dem Modding alles geht. Man kann komplett neue Welten machen. Ich glaube, irgendwann wird es wahrscheinlich auch so sein, dass ein komplett neues Spiel gemoddet wird. Also komplett neue Welten, alles komplett neu. Mal schauen, was da auf uns zukommen wird. Vielleicht wird ja jemand so viel Zeit haben und so viel Ambitionen, so viel Engagement, dass das irgendwann mal jemand machen sollte. Okay, dann schauen wir mal weiter. Also, wir haben hier natürlich das Luigi-Outfit. Eigentlich wollte ich sogar mit Luigi spielen, habe mich aber dann doch dagegen entschieden, ne? Also, ich kann ja nicht immer im Mod mit Luigi spielen. So, okay, dann gucken wir hier mal. Gibt es hier irgendwie schon den ersten Mond? Wie gesagt, 7 Monde gibt es insgesamt zu finden. Und, oh mein Gott, hier ist auch noch ein Sternring. Da können wir einfach rein und dann, zack. Oh, da vorne war einer. Nein, ich glaube, den habe ich jetzt vergessen. Nein, aber, oh mein Gott. Pushing Wall Planet, okay. Ach so, das ist extra so gemacht, dass es nur 2D ist. Ich habe mich gerade gewundert, warum ich mich nicht nach vorne bewegen kann. Aber die haben das extra so gemacht, oder er hat das extra so gemacht, dass man sich nur nach vorne bewegen kann. Und ja, okay. Ich dachte gerade, wir sind jetzt besiegt. Aber hier gibt es einen Schlüssel. Okay, wofür ist der denn gut? Das ist sowas von cool gemacht, jetzt mal ohne Witz. Wenn ihr mal wollt, dass ich beispielsweise sowas mal in einem Livestream spiele, dann, oh Gott, aber man kann hier immer ganz gut wieder reinspringen. Also, das hat er anscheinend extra so gemacht. Also, wenn man ein bisschen rausgepusht wird, dann kann man wieder reinspringen. Also, wie gesagt, falls ihr mal wollt, dass ich einen Mod-Show... Okay. Da ist einfach mal das Spiel abgestürzt, würde ich mal sagen. Alles klar, dann hole ich mir jetzt erstmal den Mond hier. Und dann geht es gleich weiter. Dangerous Leap. Okay. Aber die Namen finde ich ganz cool, muss ich ganz ehrlich gestehen. Von den ganzen Monden. Also ich habe ja bisher nur einen, aber trotzdem finde ich den schon ziemlich cool. Da geht es weiter hier ab in die Slingshot, wenn ich das mal geschafft hätte. Oh, jetzt ist... Oha. Ah, okay, hier kann ich wieder hoch. Alles klar, ich dachte schon, ich wäre jetzt komplett tot mal wieder. Aber trotzdem, dass jetzt geleckt hat, sag ich schon, abgestürzt ist das Spiel, appreciate ich richtig die Arbeit von denen, von Gaming Workshop. Also jetzt mal ohne Witz, finde ich richtig heftig, was die beiden auf die Beine stellen, beziehungsweise er. Man hat ja schon gesehen mit dem Bianco Hills Mod, da war es ja auch so, dass er das gemacht hat. Und jetzt sind wir hier wieder bei Pushing Wall Planet. Ich finde das cool, dass die einzelnen
Namen hier auch einfach mal geändert worden. Ach so, da vorne ist das mit dem Schlüssel. Okay, dann muss ich da hin. Ich hoffe, ich rufe jetzt nicht nochmal diesen, ja, ich sag mal, Bug hervor. Oder diesen Absturz. Aber wie gesagt, in der Beschreibung stand halt auch noch, dass es, glaube ich, erst die erste Version ist, natürlich, die rausgebracht wurde. Ich war natürlich auch dabei. Er hat ein paar Fehler gehabt. Er hat viele auch gefixt. Und natürlich kannst du so einen Mod schon perfekt machen. Aber das ist halt übel schwierig. Ey, spring da rein. Oh, das war knapp. Okay, und da haben wir den nächsten Mond, glaube ich, der da oben sich befindet. Oh Gott, wenn ich mal ordentlich springen würde, dann würde ich den natürlich haben. So, und jetzt haben wir ihn. Okay, da haben wir den nächsten. The Surviving Key, okay. Ich weiß gar nicht, ob Itzka ihm ein bisschen dabei geholfen hat bei den ganzen Namen. Also bei den ganzen Mondnamen. Und da ist der nächste Mond. Oh mein Gott, okay, da habe ich ein bisschen geskillt. The Small Safe Space. Okay, ich finde das cool, dass er es sogar ein bisschen schwieriger gemacht hat. Habe ich so das Gefühl. Also, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es hier so einen Schwierigkeitsgrad gibt. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier noch irgendetwas gibt. Ich kann mir vorstellen, dass da oben noch etwas ist. Das Problem ist, hier kann man nicht die Kamera bewegen. Also, wenn ihr jetzt denkt, ey, beweg doch die Kamera, dann kannst du nach oben gucken. Das geht hier nicht, weil das halt so eine 2D-Passage ist. Ah, ich dachte, man könnte da hoch, aber da wird irgendwie es getriggert, dass man nicht mehr mit, oh nein, mit Cappy irgendwie werfen kann. Okay, ich habe das Gefühl, wir müssen jetzt hier bleiben bei diesem Teil. Ich weiß es nicht. Kann ich hier nicht irgendwie die Kamera benutzen? Ja, kann ich. Okay, aber ich komme da nicht weit. Ich komme da echt nicht weit. Also ich kann nicht gucken, ob da irgendwie ein Mond ist oder sonst was. Okay, ich glaube aber nicht, dass da einer ist. Und oh mein Gott, wie groß ist denn dieser Mod bitte? Wie groß ist dieses Teil? Oh, was? Yo! Okay, daran kann ich mich noch erinnern, aus meinen Livestreams. Das ist ja mal sowas von cool gemacht. Natürlich ist nicht perfekt animiert oder sonst was. Und da oben gab es, glaube ich, auch damals irgendwas. Also, wenn man jetzt sich in diese Einkerbung fallen lässt. Ey, das finde ich ja mal sowas von heftig. Ich bin gerade echt fasziniert. Oh nein! Und perplex zugleich, ey. Okay, ich habe mich jetzt hier mal ein bisschen weiter nach vorne gestellt, damit ich jetzt auch mal an den Mond komme. Oh. Ich habe es aber trotzdem nicht geschafft. Jetzt aber... Nein, als ob ich da genau runterfalle. Was soll denn das? So, okay, aber wo ist der jetzt? Ist der weiter an der Wand? Nee, okay, jetzt haben wir ihn. Der war ein bisschen mittiger. Ich dachte die ganze Zeit, der wäre so ein bisschen weiter an der Wand, aber war er nicht. So, und wie gesagt, lasst auf jeden Fall mal ein bisschen Liebe bei ihm da, bei dem Gaming Workshop. Also für seine Größe ist das echt ein Meisterwerk. Also jetzt nicht, dass es so auch nicht ein Meisterwerk wäre. Aber ich finde das einfach nur krass, dass man mit... Oh. Oh. Okay. Da sage ich gerade Meisterwerk und dann passiert sowas. Alles klar, okay. Nein, aber wie gesagt, ich bin trotzdem angetan von diesem Mod. Ist natürlich immer noch nicht komplett ausgereift, ist noch nicht perfekt. Genauso wie auch natürlich bei Bianco Hills. Da gab es natürlich auch ein paar Fehler, aber darüber kann ich hinwegsehen. Über Sonnefehler beispielsweise. Natürlich ist ein bisschen blöd, aber ich meine, hier gibt es einfach bewegende Sachen. Hier gibt es einfach sich bewegende Sachen. Und das finde ich einfach heftig. Warum sind hier eigentlich die ganze Zeit Goombas? Einfach um da so ein bisschen mehr Lebendigkeit mit reinbringen. Oh mein Gott, warum? Was? Als ob das Ding sich hier auch einfach dreht. Okay, und dann können wir hier beispielsweise einfach hoch ein paar Wandsprünge machen und dann sind wir hier oben. Ist das nicht... Das ist einfach nur krank. Ich kann nichts anderes außer schwärmen von diesem Mod. Natürlich, Bianco Hills war für mich was ganz anderes, weil es mein Lieblings-3D-Mario ist. Aber das ist halt von den, ich sag mal, Physics her und sowas. Guckt es euch an, wie viele Ideen hier drin stecken. Ist das halt nochmal was ganz, ganz anderes. Und hier haben wir
Aha, okay. Er hatte nämlich gesagt, dass es hier einen, ja, Dreiermond gibt. Und das soll auch einer sein, also ein Multimond. Und ich weiß nicht, ob das die letzten drei sein sollten. Weil dann, wer ist das eigentlich mit den Mod-Showcase natürlich gewesen? Gibt es hier noch irgendetwas zu erkunden? Ich weiß nicht, und wo sind wir jetzt drauf? Okay. Alles klar. Ich denke mal, das soll es gewesen sein mit dem Mod-Showcase. Und okay, Freunde, auch wenn ich nicht alle Monde mitgenommen habe, hoffe ich, hat euch dieses kleine Mod-Showcase gefallen. Oder dieser kleine Mod-Showcase, so eher. Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Guckt bei Gaming Workshop vorbei und lasst auf jeden Fall ein Abo da, falls es euch, wie gesagt, gefallen hat und euch der Kanal insgesamt gefällt. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao. Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't tryna pressure her, but she messed with the temperature. Heart wrote the song, but I am the messenger.